Hey und willkommen zu einer weiteren saftigen Folge Ark Survivolved, wie immer mit eurer Spalette. Hallo. Und dem Spaniel. Aktiviert die geile Glocke, abonniert beide Kanäle, um keine Folge zu verpassen. Oder guckt in die Beschreibung, da ist die Playlist verlinkt. Willst du es den Leuten sagen? Du hast Agathe verhungern lassen. Wir kamen gerade auf den Server und, keine Ahnung, ich gehe auf Agathe, sehe einen blutigen Bildschirm und dann bin ich weggegangen, um Essen zu holen und sie ist alle verhungert. Ja, die hat auch irgendwie nicht Palette? Dieses Futterdrucksymbol. Was los? Heb das bitte auf. Warum hast du es liegen gelassen? Was soll das? Hä, du hast nicht gesagt, ich soll es aufheben. Ja, meinst du, das ist Dreck oder was? Auf jeden Fall, Leute, ja, genau. Ich hab neue Vögel geholt. Ja, und ich habe Öfen geholt. Das Problem ist allerdings, also Agathe hat hier Level 52, ist aber komplett verskillt. Ja, guckt euch das mal an, das ist echt krass. Mega viel Gesundheit und Nahkampfschaden wurde scheinbar erhöht. Aber das, also die wird ja mit Level 51 kaum so viele neue Level bekommen wie Ersatz. Ja, also ja eben, dreimal so viel Leben. Krass. Ja, aber... Lohnt sich nicht. Da würde ich auch Ersatz nehmen. Ja, ich nehme Ersatz. Warte, ich packe Sattel um. Warte, nein, wir machen mal was. Moment. Nicht erschießen. Nein. Hier schießt doch kein Vogel. Nein, wieso denn Müll? Wieso nennst du Damit wir direkt Müll? Wissen, was abgeht. Hier, deine neue Agathe. Ja, Agathe. Tschüss, Müll. 1.0. Oh Mann, ey. Ja, wir haben heute einen neuen Plan. Wir brauchen ja, um neue Sachen zu craften, auch richtig viel Eisen und... Ach, das ist alles so anstrengend. Warum ist denn das so krass, Ballerle? Ja, der ganze Kram wird jetzt sowieso gerade. Ich habe zwei neue Öfen gecraftet. Da wird jetzt absurd viel Metall gegettet. Und wir haben uns gedacht, das haben auch schon ganz, ganz viele Leute gefordert, wir werden heute ein Spino tame. Ja. Zumindest versuchen. Ich guck mal, ob ich einen Sattel machen kann. Wo ist er denn? Der kostet höchstens 25 Siliziumperlen. Das ist, glaube ich, das teuerste. Oh, ja, ich sehe es. In Werkbank. Ja, dann mache ich mal einen. Ich flieg schon mal los, um ein Spino zu suchen. Mach das. Oh, da unten ist ein lilaner Drop. Und ein Alpha-Raptor. Oh, wollen wir töten? Nein. Warum nicht? Feige? Weil es ja, halt komm. Total unnütz kann man ist. Doch, nein. Kann man sich doch gönnen. Weißt du, wie viel deine Agathe bekommt? Was ist das denn? Was denn? Alter, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sieht der bei dir normal aus, dieser Hirsch? Was ist... Ach, vielleicht durch das Weihnachtsevent. Ach, stimmt. Das ist okay, ein... Okay, das macht Sinn. Das ist ein Rentier. Sollen wir den fangen? Nee, lass uns lieber zu den Bibern fliegen. Weil ach so, da ja, sind stimmt. Immer Spinos und dann können wir notfalls noch Zement holen. Ja. Wo da sind sie denn? Gute Zeit. Ach, da hinten, oder was? Nee. Ja, einfach am Wasser entlang. Ach so, die Leute meinten, ihr könnt doch leveln, indem ihr Dinos mit Rechtsklick nehmt und den Berg runterwerft. Aber Leute, das geht ja nicht, die bekommen keinen Fallschaden mehr. Hier sind gar keine Dämme. Nicht? Haben wir die Otter ausgelöscht? Nein, ist echt nichts. Nee, ich sehe hier keinen Damm. Ach komm. Ich glaube, da ist auch nicht immer ein Biberdamm. Vielleicht musst du einfach richtig spawnen. Ja, aber wir waren, überleg mal, wie lange wir weg waren. Wir waren doch sogar noch da oben bei dem Eis und könnte nicht sein. Haben wir einfach Pech gehabt. Los, wir fahren hier weiter. Achso, da bist du. Ja, klar, ich bin natürlich schon vorne. Spino! Oh, da hinten ist, glaube ich, ein Tiger oder so. Sollen wir den zähmen? Nee, den kann meinst du, der ist so stark wie deiner? Da aus dem Eisgebiet? Der war krass, ey, boah. Ich finde, zwischen zähmen und töten ist so ein gewaltiger Unterschied, was die Herangehensweise angeht. Aber es war klug von den Entwicklern, zu sagen, okay, du kannst bei den Pfeilen, die betäuben, kein Ding draufsetzen, kein Zielfernrohr. Weil das wäre sonst viel einfacher. Hä? Was denn? Da klebt was an einem Baum. Was meinen Sie? Siehst du den Baum hier? Ja. Hä? Da klebt was. Ist ach, das ist ein Pilz? Das ist, glaube ich, so eine Katze. Wollen wir draufballern? Okay. Warte. Wir machen auf 3, 2, 1, ja, warte. Okay? Ja, Moment. Okay. 3, 2, 1, Oh. Oh. Hat sie überlebt? Oh ja, hat sie. Schieß drauf. Gott. Oh, danke. Was? Ah, nee, 84 war er. Warst du. Keratin. Ah, ich glaube, das ist auch das Ding, wo wir Glück gehabt haben. Die greifen wohl von den Bäumen an. Und wenn man dann so beim dichten Geäst losfliegt, dann springen die einen an. Ja, aber wir sind vorbereitet. Wir sehen die Gefahr. Eben. Ich dachte zwar, es war ein Pilz am Baum, aber ich wusste, dass da auch eine Gefahr ausgehen kann. Guck mal, Palette. Ich glaube, ich habe einen seltenen Pilz entdeckt. Binno.
Spino, komm. Wir bräuchten halt unbedingt noch was zur Verteidigung der Basis. Ach. Ne, wenn der Alpha-Raptor vorhin gekriegt, der hätte alle getötet, glaube ich. Also, zumindest wenige hätten überlebt. Ja, auf jeden Fall. Na, die Ankis, wenn der die zuerst angreift, weil die können ja ein bisschen tanken. Denk doch mal bitte daran, wie viel wir in den kleinen Alpha reingeböllert haben, bis der tot war. Also natürlich kommt es auf das Level an, aber das schaffen die nicht. Wir haben ja die ganze Zeit reingeböllert und 250 Schaden gemacht oder so. Ja, aber ich glaube, du unterschätzt unsere Ankis, was sie tanken können. Wir sind einfach nur Opfer. Nein. Also ja, an sich schon, aber... Wo sind wir denn? Ich glaube, die können gut tanken. Wo bist du? Ich sehe den nicht. Bleib mal stehen. Einfach weiter am Fluss. Praktisch so einmal rum. Yo, alles klar. Mich hat so ein Vieh attackiert. Er frisst mich. Ein Tiger oder was? Ja, ja, der Tiger ist an mir. Er frisst mich. Als ob. Ja, ja, ich helf dir. Okay. Noch einmal treffen. Er ist bestimmt down. Nee. Was? Ja, ja. Lol, ja, genau. Er. Als wenn er keine anderen Sorgen hätte. So ein Trottel. Junge, der kam echt aus dem Baum. Ja, Karma. Dafür, dass du mich ausgelacht hast. Ah, Agathe, warum bist du auf Willi? Kannst du mal weggehen, Alter? Jetzt folgt er dir. Die sind echt nicht ohne. Ja, besonders kannst du dadurch auch Fallschaden bekommen, oder? Wenn das sie dich da vom Vogel holen. Ich hab nur gesehen, wie er halt kräftig in mich reingemanscht hat. Hä, ich glaube, hier links ist ein Biberdamm. Tatsache, ja. Zwei sogar. Krass, die habe ich hier ja noch nie gesehen. Ja, vielleicht sind die neu. Dann gehe ich hier rechts hin. Ah, ich sehe den Biber auch. Er kommt zu dir. Ich hab ne, wie heißt das? Ne Blutegel an mir. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Oh, ich werde angegriffen vom... Also ich will nicht sagen, dass das echt stört, aber es stört echt. Ich nehme eigentlich wirklich nur den Zement. Ja. Das mache ich kaputt. Leider bei mir keine Siliziumperlen. Bei mir auch nicht. Ist da irgendwas Tolles? Ein bisschen Zement. Ein Pilz, ja. Kann man nehmen. Das Blutegelvieh macht mir ein paar Sorgen, ne? Soll ich das von dir raus wegschießen? Das wirst du nicht schaffen. Entweder schieße ich dir den Kopf weg. Oder das Teil, ja, das stimmt. Hier, guck mal. Siehst du was? Direkt in meinem Gesicht. Also in der Kamera. Nee. Den oder eine ansonsten gleich hässliche Fresse. Was? Ey, ich guck mal lieber nach, nicht, dass ich jetzt sterbe. Ja, ja, guck mal nach. Was? Das Entfernen benötigt eine exakte Klingenführung. Oder das Vorhandensein einer offenen Flamme. Aber beides birgt Risiken für Witt und Blutegel. Ich verliere sehr schnell Blut und bekomme sehr viel Hunger. Ja, lass mir eben Feuer machen. Ich habe ein Spino gefunden, ja. Ist ja schön, aber das bringt mir nichts, wenn ich sterbe, ne? Also mir schon. Hab ich ein Spino für mich allein. Ich kann nicht geil looten. Also für mich ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt irgendwie Nachteile hat. Schauen wir mal. Zack. Na komm. Wie wirst du denn jetzt los? Ja, gute Frage. Oh, einige davon sind Überträger gefährlicher Krankheiten. Es hält auch noch nach dem Ableben des Blutegels an, okay. Ah, ja, yeah, du musst ins Wasser, ins Feuer reinspringen. Ach so. Ernsthaft? Wirkt nicht so, ne? Es kann vielleicht ja auch irgendwas anderes sein, ich weiß es ja nicht. Aber es sieht aus wie ein Blutegel oder irgendein... Ja, es saugt an meinem Auge scheinbar. Und das mit dem Feuer war echt keine gute Sache. Warte mal. Ich nehme mal ein Narkosemittel. Gute Nacht. Hol mal Stimbeeren. Ich penne jetzt ein. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum penne ich nicht ein? Keine Ahnung. Ach komm. Ja, genau. Werde ich nicht. Alles gut. Genau, geh auf den, der fast tot ist. Sehr nice. Oh ja, Gott, ja, alles klar. Frosch, oh nein. Halt, um Blutegel zu entfernen. Was? Ich kann Blutegel bei Willi entfernen. Okay. Oder bei mir. Ah ja, stimmt. Nee. Ja, bei dir geht das nicht. Bei dir kann ich nur halten für Optionen. Ah ja, er ist auch weg. Sehe ich gerade. Jetzt ist er weg. Hä? Vielleicht hat er einfach schmandiger Willi den und ach, keine Ahnung. Okay, ab zum Spino. Okay. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst. Ich nicht. Ich weiß, du hast dich ja gefreut. Ich habe nur den dicken Loot vor mich gesehen. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Getroffen, nice. Oh oh. Er kommt doch nicht hier hoch. Nee. Hi, Junge. Na, du kleiner Fratz, wer ist ein Süßer? Nee, bist aber ziemlich dumm für einen Dino, ne? Hä? Hä? Bist du auch ziemlich fett? Ist zugenommen, ne, über die Jahre. Ritz über mich? Ja. Zack. Und da liegt er. Oh, hey. Und ein weiteres Mal retten Pedizzle und Manuel the day. Ja, den Tag, in dem wir so ein armes Feeder bewusstlos getreten haben. Wir haben ihn doch nicht bewusstlos Level getreten. 7, geil. Ja, besser als nix. Nee, ich hätte gern nix. Isst du überhaupt Fleisch?
frei mir auch. Ja, sehen wir jetzt gleich, ne? Ich google. Ja, er mag schon sehr, sehr gerne Raw Prime Fish Meat. Raw Mist. Mutton. Wir haben nur gebratenen Fisch. Ja, er mag aber auch Raw Meat. Aber er also mag raw. Noch, ja. noch lieber mag er Fisch. Okay. Ich habe leider keinen Fisch mehr, aber wir können hier locker flockig was hab finden. Hab ich noch Fisch? Nee. Ja, hier in dem kleinen Teich ist aber eigentlich immer was. Oh ja, der verliert sehr schnell. Oh, verbrauchen bitte. Alter, also der wird schnell wieder aufwachen, glaube ich. Ein bisschen Fisch bitte. Hallo. Hallo, ne? Ich habe nur gebratenen Fisch. Ah, nee, ja, ich auch. Da. Ich habe ihn. Das bringt ja nichts. Hast du schon Fisch? Ja, gebratenen, aber das ach so. Hilft uns ja auch nicht. Warum treffe ich den nicht? Danke. Wie hier einfach nirgends Fisch ist. Was ist los hier? Keine Ahnung. Ich war hier schon mal. Hier war viel. Ich finde absolut keinen Fisch. Oh, ich habe hier einen Fisch. Hä, was denn für einen? Ein Colgard oder so. Ja, ich habe 5 roher Fisch. Ja, dann pack mal rein. So, einmal soll ich das Fleisch raustun? Ja, klar. Bis er das aufgegessen hat, gehört er uns. Oh ja, er hat gegessen. Hat einmal... Oh ja, die Betäubung. Gegönnt. Und der ist gerade mal Level 7, ne? Das ist so krass, dass er da trotzdem schon so reinhaut. Ist halt ein alter Feinschmecker. So, wen bringen wir denn um? Den da. Ja, er ist tot. Ich habe ihn besiegt. 10 und 32. Ey, geil, 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 geil. Ja, wir brauchen noch mal ein bisschen Fisch. Ja, ich füge mal mit Agade kurz los. Ja. Wie viele Geschichten dieses Let's Play schon geschrieben hat. Ja. Echt viele dramatische vor allem. Ja, besonders am Anfang, Alter. Ich erinnere mich halt noch dran, wie wir so in Folge 10 immer noch heimatlos waren. Nichts hatten. Ich erinnere mich gerne daran, wie wir den Triceratops hatten. Und dann der von so einem Dingens gefressen wurde, aus dem Meer, da kam doch dieser Alligator. Und ja. Einfach, wir waren so stolz auf diesen Triceratops. Und dann kam aus dem Meer einfach so ein Alligator am Ende der Folge. Eigentlich echt geil, ja. Oh Mann, ja, da hätten wir einfach einen Cut machen sollen. Erfolg! Oh Mann, und wir in Regelmäßigkeiten einfach immer total viele, obwohl in der anderen Basis, okay, da sind wir aber auch, da sind nicht so viele Alphas und so weiter, ja. Das, aber ich hätte gerne mal eine Liste an Dinos, die wir schon verloren haben. Ja, besonders in einer der letzten Folgen, so vor 5 Folgen oder so, waren wir doch am Strand und haben so 5 Trizes geholt, gefühlt, und die sind alle tot, oder nicht? Jeder einzelne. Was haben wir 5, was? Trizes geholt. Da diesen einen, der giftig ist, dann 2, genau, du hattest 2, ich hatte 1, dann hatten wir noch einen Raptor oder so dabei und ich glaube, die sind alle tot. Genau, Agathes Mörder war auch dabei, meine ich. Ah, stimmt. Das war schön. Trizis, ja. Ist das? Nee, ich dachte, das vorne wäre ein Quetzel. Das ist der, den du, glaube ich, hattest. Ach, das Opfer, ja. Von denen sind auch alle tot. Oder die wievielte Agathe, dass sie ist. Die 7. oder so. Und der 3. oder 4. schmannige Willi. Vor allem auch, denn wir hatten doch auch noch, der Säbelzahntiger. Ja, der hat mir nie was bedeutet, ey. Hast du gesehen? Der hat einmal einen Mob gesehen, war tot. Nee, aber bei meinem Super-GAU, wo ich den T-Rex angeschossen hab, dann mit dem... Ah ja, dann hast du einen mitgenommen zum Schafott, dann bist du gestorben, hast den nächsten mitgenommen zum Schafott. Dann ist der Bär und so noch bei einer Basisattacke draufgegangen. Hast du ihn reingeballert? Ja. Kann man ihm nicht einfach Narkosemittel geben? Hä? Ich hab dir die Idee reingeballert. Ach so, wo hast du denn hingeballert? Einen Vogel habe ich gekillt. Ja, was wolltest du sagen? Nix. Ich weiß nur, es sind schon exorbitant viele Viecher draufgegangen. Ach, Spi, nur noch einmal essen, dann gehörst du uns. Und auf dem Weg nach Hause stirbst du dann, ja? Oh nein, ich muss den kurz erledigen. Hast du gerade ein Klumpium gebracht? Ich sehe da nur so 500 Schaden auf. Die ganzen Viecher, die Klumpen gießen. Ja. Junge. Stimmt. Agathe gab es jetzt zwar auch schon 10 Mal, aber Klumpi bestimmt so 20 Mal. Ja, Klumpi ist auf jeden Fall Rekordhalter. Ja. Und allein die Iggies, die wir noch mit in der Höhle haben. Ach ja, ja. Alter Schwede. Also ich muss sagen... Wir haben echt schon viele ausgerottet. Aber auch viel erlebt. Und gleich haben wir so einen krassen Spino. Ja, ein richtig krasser weiblicher Spinner. Er muss nur noch einmal fressen. Ja, und das macht er jetzt auch. Ja. Ja! Oh nein, nennen du kannst ihn benennen. Ich wollte ihn Spinoman nennen. Spinoman? Ja. Okay. Spinoman. Da, mit Spinoman. Doppel-N? Ja. Aber er ist doch Spino. Spinoman.
Ja, dann nenn ihn halt so. Warte. Ich dachte, er ist Spinnoman. Spinnoman. So. Level 9. Ist das? Ui. Spinnoman. Ich hätte ihn Spinnoman genannt. Spinnoman. Spinnoman. Was der alles machen kann, Alter. Oh, ja, wir haben ihn. Ist das schön. Sieht krass aus. Was der für rote Augen hat. Ja, das sieht echt krank aus. Okay. Dann bewerte den Part, schaut am besten noch in die Videobeschreibung, da ist Paluten sowie noch andere spitzenmäßige Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal, tschüss, bis dann.